So. Hallo. Diesmal ein kleiner Stream auf Fractions auf der ersten Season. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Das eigentliche Ziel ist, meine Villager hier fertig machen und dann, keine Ahnung, noch was zu tun. Vielleicht noch einen Turm bauen oder so. Hier. Sean braucht noch ein bisschen Hilfe bei anderen Villagern. Dann muss ich mal schauen, was ich da tun muss, und dann sehen wir weiter. Muss ich jetzt erstmal. Muss ich mal schauen, ob ich überhaupt die Ressourcen dafür habe, je nachdem, was er braucht. Weil hinterher möchte er einfach eine Farm gebaut haben, das. Bestimmt nur noch mal gut so 10, 20 Minuten. 20 bestimmt jetzt nicht, aber. Ist halt einfach nur nervig. Die Bienenfarm, die produziert so verdammt viel Honig. Das ist unmöglich. Ich komme da nicht hinterher. Sicherheit, da kann ich nicht viel helfen. Ah, perfekt, was geht? Hallo. Wie geht's dir? Gut, dir? Alles gut. Also, ich fasse es einfach mal schnell zusammen. Du weißt ja, Quatsch hat mir ja diese Villager gegeben. Ja. Und du weißt ja, ich habe es ja schon viel zu oft darüber geredet, das Villager-Projekt. Ja. Und du weißt schon. Eine schnelle Frage. Waits. Waits. Da werden ja sehr, sehr viele Villager sein. Also bestimmt 50 oder so. Und Waits, wie passiert das dann? Werden dann noch mehr Waits, werden dann mehr gleichzeitig Also, passieren? es kann immer nur ein Raid auf einmal laufen, und dafür braucht man halt den Bad Omen-Effekt. Den kriegt man durch die Bannerträger. Und wenn man mit dem dann in eine gewisse Nähe kommt, lass mich mal raten, 100 Blöcke, keine Ahnung, dann startet ein Raid und dann musst du halt einfach die Wellen besiegen. Aber es spawnen nicht mehr, es kann halt nur ein Stück dauern, die zu besiegen an sich. Also die Frage, die ich stellen wollte. Ja. Ich habe ein Problem mit den Villagern, weil ich möchte ja nicht, dass sie ausbrechen und will nicht einfach, dass sie irgendwie in Sicherheit ihre Sicherheit verlieren, weil plötzlich einfach ein Creeper kommt und so. Und das soll ja eine offene Welt erstmal werden. Wie mache ich das? Also beste, Warte, also warte, komm mal ganz kurz zu mir, damit ich es dir vorstellen kann. Kann ich ganz kurz zu mir tippen? ja, warte. Okay, sag, wenn ich kann. Du zu mir oder wie rum? Ja. Also nee, ich zu dir. Du zu mir, ja. Also ich meine, ich habe hier gerade nichts zu tun. Also wenn du bereit bist, dann kann ich schon drüber. Okay, Jo. so. Also, ich erkläre es dir mal ganz kurz. Ja. Du weißt ja, also ich habe jetzt schon mal die ersten beiden Häuser gebaut, die Anfangshäuser, weil in einem Video, das soll jetzt nur eine Nebenstadt sein, nicht die Hauptstadt. Und jetzt habe ich auch schon extra Fackeln und so platziert, auch wenn ich nicht mehr viel Kohle habe. Und das Problem, was ich, wie gesagt, jetzt habe, ich möchte nicht, dass die Villager in Gefahr sein werden. Ja, Also da, sprich. also dazu erstmal, ich glaube nicht, dass Creeper aktiv auf Villager gehen. Das glaube ich nicht. Skelette bin ich mir auch nicht sicher, glaube ich aber schon eher. Und Zombies auf jeden Fall. Aber, also sobald du hier genug Licht hast, dann, ich sag mal so, dass hier in so 40, 50 Blöcken keine mehr spawnen. Das sollte eigentlich fast schon sein, außer der Hügel da oben. Dann. Wo oben? Also der Hügel, wo wir letztes Mal drüber geredet haben, dass da ein perfektes Zentrum wäre. Und das ist halt dann das Einzige, was da noch wäre. Aber dann können schon mal Zombies da nicht hin. Also zumindest in der Nähe nicht spawnen.
Und wenn die wirklich sicher sein sollen, bringt nichts anderes außer, wenn die frei rumlaufen sollen, Zaun. Das war's genau. So, jetzt wird es hier schon sehr, sehr dunkel. Also das könnte jetzt gefährlich werden, ne? Ich meine, alle Villager, die hier ja sind, soweit ich weiß, sind ja alle eingebaut. Also. Ja, aber ich kann dir jetzt will und jetzt hier leben. Relativ. Also so gefährlich nicht, aber es kann schon sein, dass vielleicht ein Zombie rüberkommt. Ja, ich habe nicht mehr viele Fackeln. Ich habe jetzt nur noch 2 Kohle. Ja, ich kann noch mal schauen, wie viel ich zu Hause habe. Zwar auch nicht mehr Ja, dann allzu viel, würde ich aber ein mal töten. bisschen. Soll ich den mal töten oder willst du dich irgendwie umbringen oder so? Was weiß ich. Achso. Okay, bist du bereit? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Axel, ich muss es tun. Hörst du? Dankeschön, Ah! hat ja auch nur zu lange gedauert. Ah. Soll ich es nachlassen Oh, ich oder? bin. Ja, nee, schau, schau, schau. Also da ist Holzkohle. Oder direkt fackeln. Halt. So schon. Oh, ich komme mal mit ein bisschen mehr als einem Stack. Sollte, glaube ich, reichen. Ja. So. Was geht? Nimm mal einen halben. Ich hoffe, ich habe den gerade auf den Boden geworfen, sonst zeige ich gerade wieder. Ich Nee, habe habe ich zwei nicht. Kohle. Hier. Das war gerade kein halber, aber trotzdem. Krasse halbe Stack. Spaß. Ja, ich habe den im falschen Warte. Stack wieder aufgehoben. Guck mal, hier oben wäre zum Beispiel was gespawnt. Warte, ich mache jetzt mal alles mit Licht, damit es hier keine Mobs spawnen. Ach, also nach dem Ausleuchten jetzt hier wird voll stressig. Wollte dann Was? die, ich, also nach dem Ausleuchten hier wird's für mich dann voll stressig. Ich wollte voll die Villager fertig machen. Was machst du übrigens jetzt in deinem Stream? Eigentlich die Villager fertig machen. Oh, heißt, ich störe dich jetzt eigentlich gerade, ne? Na. Also ich habe Ja, ich eigentlich weiß. so 3 Stunden oder so Zeit, also. Na, okay. Ich werde auf jeden Fall das zweite Haus fertig bauen und immerhin die Librarians zu Ende bekommen. Ja. Oh mein Gott. Ach, das bist denn du. Ich dachte Ja, gerade, es wäre irgendwie so jetzt. ein Zombie gewesen. Ja, hier läuft gerade so ein Zombie mit Sprintgeschwindigkeit und Full Dia rum. Ja. Weil einmal in einer Survival-Welt ist mir mal passiert, dass es ein voll. Es war zwar kein Dia, aber so ein voll ausgerüstetes Zombie. Ja. Oder ich glaube, das ist ein Skeleton, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, man kann eigentlich von Rüstung her kann ja beides mit spawnen, aber Ja. hier sind einfach drei Endermen auf einer Stelle. Ah ja, brauchst Hilfe? Na, also ich meine, ich Oh würde mein die jetzt Gott. nicht so Der gern bekämpfen, weil einzig es wahre. laggt Hallo. und Der ah, einzig wahre ja, halt, Tyrannus Twilight. of Twilight. Wir machen hier Ja. gerade euren Ort sicherer. Ich Ach, warte, der ist wenn das ich jetzt. safe. Ich mach mal nur ganz kurz eine Bildschirmübertragung, damit du ganz kurz siehst, was wir alles gemacht haben. Also, weil, Okay. ich zeig's zwar schon im Video, aber jetzt siehst du immer alles. Ja, also Server erstmal. laggt gerade so sehr. Das beste Showcase, worauf ich am meisten stolz bin, hätte ich ein Boot dabei. Warte. Warte, erstmal schaffen gehen. Also erstmal. Ja. Treppen. Ja, ich find's toll, dass ich nur dein Schnittprogramm sehe. Achso, habe ich das falsche. Ups, 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 tut mir leid, tut mir Wow. leid, tut mir leid. Es tut mir leid. Professioneller am Start. So, jetzt solltest du mal kräftigen. Jo. Also erstmal. Ich gehe erstmal so, damit du nicht viel siehst, weil ich möchte erstmal alles bei Tag showcasen. Ja. Jo. So. Und ich habe kein Essen. Finde ich cool. So. Guten Morgen, wie geht's denn allen so? So, jetzt mache ich mir erstmal schnell ein Boot, weil damit kann ich dann endlich alles showcasen. Weil es ist sehr viel passiert, wo du nicht da warst. Also übertrieben viel. Also besonders bei uns, ich glaube, von Bauen her hat unsere Faction gerade am meisten hinter uns.
Na, also ja doch, aber Und nur nicht vom mehr Bauen, lang. nur natürlich nicht von Generatoren und so natürlich bist du. Ja, ich weiß, aber ich bin jetzt auch halbwegs so am Bauen, deswegen. Ich würde mal sagen, ich rede nicht viel und ich zeig's einfach. Also, das muss ich gegen einen Wildschwein und einen Also Enderman gleichzeitig. siehst du übrigens was, oder? ja, ich sehe was. Also jetzt erstmal das zweite Haus ist fertig. Die Nether-Feuerstelle. Und erstmal komme ich jetzt ganz kurz hier. Hier wird nämlich die erste Stadt der Villager gemacht. Also hier wirst du kein bisschen Schaden nehmen, glaube ich. So, hier bin ich jetzt gerade dran. Aber jetzt kommt das Beste. Und zwar durch Quatzi und Maxel, nicht Quatzi, durch Schoppel und Maxel habe ich endlich einen Weg gefunden. Nach oben mit Booten zu fahren. Ich weiß, mit Magma. Nein, Magma zieht Boote runter. Sandstein. Sandstein. So, also das Erste. Ich habe endlich an einem Platz einen kleinen Spot, wo man ganz bisschen sich unterhalten kann, einen kleinen Kaffee gemacht. Nice. Mit schöner Aussicht, wenn man sich mit jemandem unterhält. So. Dann habe ich natürlich ganz bisschen weitergemacht an deinem Haus. Also nicht in deinem Haus, weil das ist natürlich eigentlich eine Struktur. Aber ich meine jetzt hier mit einer Brücke, wie du gesagt hattest, den See weitergebaut, womit ich dich die ganze Zeit genervt hatte. Ja. So. Und jetzt kommt natürlich dann. Werde jetzt kleines bisschen ein Showcase machen, wie es so ist, die ganze Stelle nach oben zu fahren, damit du jetzt so weißt, dass es endlich weitergehen kann, weil jetzt kann ich auch diesen oberen See kann ich jetzt endlich verbinden mit dem See. Ach, Also es schon. wird ein riesiges Projekt werden. Ja. Wie weit hast du denn jetzt eigentlich den Fluss noch gemacht, dass man da hoch kann? Alles bis jetzt. Also ich zeig's dir jetzt Nice. auch Toilette, du siehst alles, ne? Ja. Das ist noch eine Stelle, wo man ein kleines bisschen ein paar Probleme hat, aber so, jetzt habe ich das Ganze gefixt. Da habe ich dir schon gezeigt, wie man nach oben fahren kann. Ja. Dann hier durch meine Base. Das geht übrigens auch am Wandler. Bei euch hängt jetzt der nächste Kopf an der Wand. Bam. Tada. Und dann, wenn dieses Boot nicht im Weg stehen würde. Wären wir dann hier? Jo. Jo, die Musik feier ich. Aber ich brauche Essen. Also, seitdem du schon wieder nicht da bist auf dem Server, ernähre ich mich gerade schon wieder nur von Tomatensauce. Hey, ich hab dich doch schon. Ich kann dich auch heilen über Arthur, das habe ich sogar schon gemacht gehabt. Aber schon mal Futter. Ja, ich hab dich. Ja, ich kann euch auch füttern. Danke. Habe ich auch schon gemacht gehabt bei manchen. Habe ich sogar extra den Essen und Herzen dazugegeben. Haben die so wenig Essen, alle? Also, zumindest bei Ednib und Horizon musste ich das Leben auffüllen. Ich glaube, bei Luis und Sean nur Essen. Naja, ich habe immer ganz wenig Essen Bobbe. gehabt. Hey, wieso, du weißt noch, wie du die Rollen machst, die ich gemacht habe? Naja. Du bist eh der absolute Koch-Profi hier, deshalb habe ich keine Ahnung von irgendwas. Digga, nimm dir mal Eier. Hast du Eier? Also, ja, natürlich hast du Eier, aber ich meine jetzt. Ja, schon, Du musst doch einfach nur ein Rezeptbuch öffnen. Ja, nimm Eier und dann nimm jetzt mal Salat. Den Salat findest du ja an meinem Dings, in meinen Schränken. Egal, ich bin zu voll, um zu kochen. Oui. Du musst doch nur den Kochtopf packen. Ja, die sollen später in unser Haus, mein Haus rein, in die Gaststätte. Ja, warte, jetzt kann ich nicht mal das Haus, das Boot hier bauen, dann habe ich jetzt endlich zwei Boote. Jedenfalls, ich werde jetzt ganz bisschen sagen, habe ich eigentlich schon ein Video gesagt, woran ich gerade cutte, was heute rauskommen wird. Weshalb ich mich beeilen muss, wenn kann. Aber. Ich spoilere dich einfach schon ein kleines bisschen. Und zwar habe ich jetzt Riesenpläne endlich für unsere Fetching gemacht, damit ich erstmal uns beide zufrieden machen kann, weil. Gut, ist hier so scheiße, ne? Okay, warte, wie kriege ich das jetzt hin? Okay, perfekt. Weil ich werde jetzt versuchen, das Thema von dir und von mir zu kombinieren. Ich möchte ja eigentlich so eine große Stadt bauen und du wolltest was in Anno-Style machen. Ja. Deshalb habe ich mir ausgedacht, eine Stadt in Anno 1800-Style zu machen. Wäre ich nicht so der Und. Fan von, weil guck mal, Quaxi, sein Haus geht schon so in die Richtung, keine Ahnung, Siedlerhaus. Ja. Und, also 1800 nur von der Größe her. Ja, das Ich meine ich auch. werde, wie du siehst, ich habe jetzt hier gerade einen riesigen See, ne? Den werde ich im Anno 14, den werde ich im Anno 1401 Style, werde ich den komplett durchbauen. Durch die ganze Stadt. Dieser Hügel Ja. wird, du siehst Türme jetzt schon, du siehst Villagerhäuser. Und ich Ja. habe mir ein Vorbild von den Anno 1503 Häusern gemacht. Also hier noch nicht, aber da oben werde ich Anno 1503 Häuser bauen.
Das ist erstmal nur die kleine Nebenstadt, damit ihr erstmal anfangen kann mit den Villagern und so, ne? Das kannst du eigentlich ignorieren, das soll nur eine Nebenstadt sein. So. Ja. Der erste Bahnhof wird hier sein. Und okay. Ich werde Undergrounds bauen mit dem Wasser, also das Wasser wird überall sein. Und ich will ein riesiges Villager-Projekt machen. Heißt, ich werde Villager auch sehr viel Kinder machen lassen. Du tust mir leid, das wird sowas von nervig. Ja. Was? Ja, mit Villagern zu arbeiten. So. Und ja. Ja. Ich arbeite gerade mit meinem Animator, ja, mit meinem Animator für meine Serie. Der holt jetzt noch ein paar Voice Actor, Music Actor und was ist noch alles dazu. Music Actor, hallo, ich bin auch noch da. Ja, du machst ja Voice Acting. Ich kann mehreres machen. Du kannst Musik komponieren. Ja, kann ich. Okay. Das hab ich schon gemacht. Hä? Bruder, ich hab schon so viel Musik gemacht, ich hab's auch schon allen gesagt. Kannst du dich noch an die Bombe in Outro-Musik erinnern? Ja. Dieser Remix von mir. Ich hab schon komplette Alben gemacht von Musik und ich kann locker auch was komponieren. Ja, ja, dann. Okay. Auch wenn ich mehr im Haus-Style bin. Ich kenne da jemanden, der auch noch gut orchestralische Musik machen kann. Okay. Und ich kann ganz bisschen was in Style machen. Okay. Und ich kann mit ihm zusammenarbeiten und ihn auch ins Projekt reinbringen, weil ich habe ein kleines bisschen Musik-Connections und so. Okay. Also warte, soll ich mal ein kleines bisschen was zeigen, was er schon mal gemacht hat? Nee, alles gut, brauchst du nicht, alles gut. Also was wir zusammen zum Beispiel gemacht haben. Warte, ich weiß, du willst es jetzt nicht. Ich werde dir das schicken, du kannst es dir mal anhören, ja? Jo. Warte, wo ist das denn hier? Wo war das? War es nicht. Erstmal Duel of the Fates anmachen. Warte. Jetzt habe ich hab's gefunden im Toilett. Hörst du mal an. Das haben zum Beispiel wir beide zusammen gemacht damals. Das war, lass mich überlegen, das war im Jahr 2021. Er hat die Instrumente gemacht, ich habe die Melodie gemacht und ich habe noch die Pixel-Sachen im Hintergrund gemacht. Das war für ein Videospiel, nicht wundern, das werde ich natürlich anpassen in einem, für eine richtige Serie. Hörst du mal. Ja, warte, ich muss das mal irgendwie öffnen. Ich öffne es mal in CapCut. So. Hörst du mal. Ja, muss mal kurz im Call raus. Jo. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das auffassen wird. Ja. Ich hoffe, mein Schienensystem, was ich hier baue, funktioniert halbwegs. Also ich brauche irgendwie 6 Stacks an Schienen, um überhaupt rüber zu meinen Villagern zu kommen. Mach es. Musik? Finde ich gut. Wow. Okay. Ich klär's. Auf jeden Fall, das haben wir zusammen gemacht. Und ich habe damals die Melodie in Pixelart gemacht und er hat dann die Instrumente darüber gemacht. Und dann habe ich nochmal die Melodie angepasst. Also ich habe alles, was du gehört hast. Die Melodie habe ich komplett selber gemacht. Alles von der Melodie. Instrumente werde ich mich natürlich mit ihm kümmern. Also, ja. ich bin Musikmacher. Das ist. Also, ich kann auch mehreres machen. Ich kann Voice Actor sein und Musik machen. Okay. Ja. Bist du denn bereit dafür? Oder? Ja. Ja, okay, perfekt. So, bam. Ja, wie findest du denn jetzt bis jetzt so alles, was jetzt. Welche Struktur nicht geplant habe? Finde ich gut. Perfekt. Ah, ich finde es gut, dass ich jetzt jemanden angemacht habe, den ihr nicht kennt. Der macht auch gute Musik. Ach, C64, wie heißt der? CG5. CG5, ja.
Der hat auch schon Dings gecovert. Hier, wie heißt denn das Lied? Lifetime. Lifelight. Maxel? Ja. Guck mal, bei Schweinen benutze ich ja Karotten, um die zu mir zu bringen. Was? Wie geht's bei Villagern? Gar nicht. Und wie bringe ich den jetzt da hoch? Entweder mit Booten, mit Schienen oder du platzierst eine Werkbank, die die nutzen können. Dann läuft er dahin, du baust sie ab, baust die wieder woanders hin. Dann kommt er halbwegs, aber... Oh mein Gott. So, ich bewege jetzt meinen ersten Villager. Mein... So, warte. Katzi meinte, ich könnte mir einen Villager nehmen. Wenn er noch irgendwie wen freies hat. Aber ja, das wenn... ist natürlich übertrieben schwer mit dem Villager-Projekt, ne? Ja, aber ich sag euch, wenn ihr wirklich ein paar mehr wollt, dann solltet ihr schon eher einen Villager-Breeder bauen. Was ist das? Ja, das ist halt einfach ein Ort, der... Also, das ist halt einfach mit ein bisschen... so halbwegs Entity-Manipulation, wo einfach ein paar mehr Villager gezüchtet werden können. Ja. Ja, dann, wenn ihr da ein bisschen rumsteht einfach, dann habt ihr bestimmt auch schon so 20 oder so. Scheiße. Und jetzt? Hm, nicht? Achso, du siehst aber noch den Stream vorab, ne? Ja, ich sehe noch alles. Sag mal so ein kleines bisschen deine Meinung zum Ausblick hier gerade. Finde ich gut. Also du siehst jetzt diese ganzen Licht und so, ne? Ja, ja. Das wird alles irgendwann hohe Gebäude sein, Gebäude im Anno-Style, Wasser. Wem gehören eigentlich die zwei Häuser hier vor dir? Das sind Beta-Villager-Häuser. Achso. Die sind ziemlich scheiße aus, ich weiß, aber erstmal zum Austesten. Weil ich möchte erstmal wissen, wie viel Platz ich einnehmen kann. Deshalb. Ja. Warte, jetzt krieg ich die Benachrichtigung auf mein scheiß Handy. Boah, dieses Girl, was ich damals abgelehnt habe, will mir jetzt immer noch folgen. Oder ich hab diese so einen Kurko gegeben, ne? Aber jetzt möchte ich dieses neue Girl anschreiben, ne? Aber ich bin irgendwie nervös. Ich weiß nicht. Ja. Boah, ich wünsche einfach, wäre wie Twilight, könnte einfach, hätte einfach so eine krasse Klasse. Wo es so easy geht. Was für eine krasse Klasse. Boah, in unserer Klasse gibt's gefühlt nur Bitches. Also schlechte. Der kommt nach Niedersachsen. Easy. Oh. Jetzt Schule. Spaß. Erstmal ab mit dir auf eine Hauptschule, Alter. Ah, kein Bock auf eine Hauptschule. Digga, bei uns kiffen die alle nur und saufen. Achso, ja, das ist das Problem. Ja, deswegen, es ist ja das Dumme bei uns, Alter. Bei uns ist so, ja, Digga, du bist Grundschüler, hier nimm mal einen Red Bull oder ein Monster, Alter. Ich denke mir so, Bruder, wieso? Ihr dürft das keinem Kind verkaufen. Ja. Was soll das? Ist halt wirklich so, normalerweise dürfen wir unter 16 keine Energy Drinks bekommen. Ja, die kümmert das nicht, die etwas Älteren. Das sind Verkäufer vom Leben, Junge. Wer ist aber deine Freundin? 13, aber die ist wenigstens vernünftig. Ich sag nicht, alles gut. Die wird dieses Jahr 14, also immer mit der Ruhe. Dann kannst du endlich smashen, ne? Digga, die wird erst im Dezember 14. Was habt ihr immer alle, ey, damit? Viel Spaß mit beim Warten. Ja, keine Ahnung. Sean ist toxisch und ja. Ja, Sean, ey. Red mal mit Lukas ein bisschen mehr über Legend of Zelda oder so, ey. Ja, ist halt so, das neue Zelda ist super, Alter. Ich hab schon einen Stream darüber gemacht. Also, ja, kannst du mit ihm rüber reden. Aber Max hat so richtig angepisst. Ja, klar. Oder... Er hat angefangen, ich hab nur geantwortet. ja, alles gut. Aber ja, dagegen habe ich nichts gesagt. Aber ey, Bruder, ich kaufe mir auf jeden Fall erstmal No Man's Sky. Das kommt auf jeden Fall auf meinen Kanal.
Ich habe No Man's Sky auf Gameplay, Game Pass, deshalb kannst du immer spielen, wenn ich möchte. Digga, mach No Man's Sky Let's Play, Bruder, ich flehe dich an. Warum? Es ist so ein geiles Spiel. Ich weiß, aber in welchem Zeitplan, das passt gerade bei mir nicht. Ich sterbe gerade. Du mit deinem Zeitplan, Junge. Jetzt ja, killt ihr mich bestimmt, aber ich kenne das Spiel nicht. Was, Digga? Ich bin so ein Mensch, der so sagt, ja Bruder, ich mache jetzt das, was ich will, Digga. Ich habe jetzt mit Shorts angefangen, Bruder. Ich habe 2 Abos plus gemacht, obwohl YouTube gerade irgendwie das 48 jedes Mal schluckt. Ja. Es ist auch gerade bei dir. Wie immer, gefühlt, wenn du 48 erreichst, kriegst du plus 47. Ja, ich frage mich doch, was das ist, Alter. Nur noch 2, aber trotzdem, dann habe ich 50. Aber meine Shorts, ne? Meine Shorts sind einfach gerade auf Ben-Level von Aufrufen. Ja, also meine ich weiß nicht, was da gerade abgeht. Also bei jedem Shorts, den ich jetzt gerade uploade, habe ich die 1250 Aufrufe erreicht. Ja, Shorts sind einfach krass, ey. Also, Digga, was? Auch du hast jetzt auch irgendwie 300 Aufrufe erreicht. Ja. Ah. Also ich habe jetzt schon wieder 3000 Aufrufe. Aber warte, Twilight will was sagen. Warte. Was ich mir so denke, ja Bruder, meine Shorts so 600 doch was Aufrufe oder so, die knackt, das ist mein erfolgreichster Aufruf. Bruder, ich mache nur Mario World Shorts, mach die halt, einmal lade ich die auf TikTok hoch, dann nehme ich die TikTok-Variante und tue die dann nochmal in mein Schnittprogramm auf dem Handy auf ein bisschen minimieren, sodass ich halt perfekt das meiste auf dem Screen habe. So mache ich das, ich schneide das jetzt nicht nochmal in ein extra Format oder so, ich kann das ich mach das. Naja, also ich kann dir mal sagen, was du machen kannst, je nach Schnittprogramm halt. Du kannst das einfach aufs Schnittprogramm hochladen und dort dann das Format wechseln. Ich weiß, aber dann sieht es halt scheiße aus und so kann ich es halt jetzt auf dem Handy mit den Fingern so kleiner ziehen und wieder größer. Ich mache mir zu viel Mühe bei meinen Shorts. Er nimmt einfach Clips vom Video, packt sie auf einen Background und formiert das halt immer auf 1916. Aber ich schneide ja dann diese Clips nochmal komplett neu. Also in welchem Style, wie sie waren, aber extra nochmal angepasst, damit die halt im 1916 passen. Ja. Ja, nee, das mache ich nicht. Ich nehme es auf und mach's einfach ein anderes Format, bin fertig mit. Also ich hoffe, jeden Shot so eine Stunde. Aber Digga, es ist halt wirklich. Also Shorts, wenn du einmal gut anfängst, damit was zu machen. Digga, das ballert deine Abo-Zahlen hoch, als gäbe es kein Morgen mehr. Ja. Aber die bleiben dann nicht lange. Also ich habe jetzt schon wieder zwei Abos plus gemacht, aber einer hat schon deabonniert und jetzt bin ich wieder bei 18. Ja, Digga, ich frag mich auch, warum abonniere ich dann, wenn ich sehe, ach, der macht nur Shorts, der macht auch Videos, Bruder, dann lass ihn, dann müsst ihr das Abo da. Interessiert mich doch der Content-Management-Kit. Naja. Ja, das Ding ist halt, der Algorithmus pusht mich gerade übertrieben, weil ich gerade jeden Tag ein Video uploade. Deshalb bin ich jetzt gar nicht so stressen zu. Was ich mir denke, Bruder, pfeift doch auf den scheiß Algorithmus, mach es einfach. Selbst ein Domtendo hat damals nicht auch den Algorithmus gesuchtet. Ey, Sean, mach das, mach YouTube so, wie es dir Spaß macht und sei fertig mit der Sache. Ist so, sonst sitzt du 100 Jahre an einem Projekt. Ja, wenn es dir keinen Spaß macht, dann hör auf. Es macht mehr Spaß. Aber, ja, kümmere dich lieber einfach um die Projekte, die du machen möchtest. Und nicht um den Algorithmus oder so, weil dann ist der Spaß schnell weg. Alles gut, das mache ich ja. Ich vermische es ja gerade. Ja, aber Digga, ich meine, wenn du auf den Algorithmus nur schauen würdest, dann würdest du 100 Jahre an einem Projekt sitzen, Alter. Ich sag das nur. Du sitzt nicht 100 Jahre an einem Projekt? Digga, bis du mein Video abgeloadet hast, hast du es vorproduziert, 500 Parts aufgenommen. Ey, Digga. Ganz ehrlich, ich bin noch nicht zum Zeitpunkt, weil ich meinen Zeitplan so scheiße knapp, dass ich gerade erst, wenn ich dann 20:15 uploade, dass ich gerade erst dann das Video fertig habe. Ja, dann mach irgendwie jeden zweiten Tag oder so, das geht auch. Also mach ich ja eigentlich. Ich mache jeden zweiten Tag ein Video und jeden anderen zweiten Tag mache ich einen Short. Ja, Digga, aber ich meine, du schneidest ja deine Videos gottlos und deswegen frage ich mich. Lass es doch einfach so, wie es ist. Hä, wie meinst du jetzt, gottlos? Also, wo du mir gezeigt hast, wie lange du ein Video schneidest, was du da alles reinballerst, ich denke mir so, Bruder, schneid doch nicht so aufwendig. Schneid einfach nur ein paar Sachen raus. Es braucht keine Effekte. Die Leute gucken es trotzdem. Ja, oder was ich bei dir auch sehe, Sean, also so ziemlich bei jedem Video cuttest du einfach so diese halbe Sekunde, wo du mal nicht redest und denkst, cuttest du einfach weg. Das ist wirklich in einer Sekunde hast du 3 Cuts. Das stimmt.
Ja, das kannst Aber du ich. einfach, das kannst du auf lange Pausen oder so kürzen, dann bist du bestimmt 10 Minuten kattenlos oder so. Ja, ich habe das aber schon gekürzt. Also in meinem, ich weiß nicht, ob ihr das neueste Mario Party Video geschaut habt. In den Shorts natürlich. Nee. Bei den Shorts muss es natürlich sein. Also da kannst du nicht die Aufmerksamkeitsspanne in Bei den Shorts den ist ein bisschen weit zu Shorts. langsam. Da musst du diese Cuts machen. Aber ich meine jetzt bei den normalen Videos mache ich das nicht. Also da lasse ich auch mal gerne eine Pause drinne. Ja, ich habe das mal bei dem, ich weiß gerade nicht, zweiten oder so Fractions-Video gesehen. Cut, 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 cut. Ja, das zweite Fractions-Video war ja sehr, sehr kurz auch. Ja. Und Aber ich ich habe meine, dann man so. muss halt immer auch mal Sachen machen in Fractions, um ein Video zu kriegen. Also, kein Problem damit. Meh. Ich meine, ich sehe da so keine Ahnung. Ich habe mir gestern einfach mal so, keine Ahnung, Voucher oder so angeguckt. Wo, No Man's Sky, weil ich mich dafür jetzt gerade wieder interessiere, immens. Digga, der nimmt, keine Ahnung, 24 Minuten oder so auf und lässt das ungecuttet. Und ich glaube, wenn du das machen würdest, du redest. Bis dann vielleicht 3 Sekunden am Machen und dann Cut, 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 Cut und das immer wieder, Alter. Bruder, cutte dann so die Videos nicht. Mach einfach, laber nicht. Mach. Nein, nein. Es muss auch Cuts geben, Bruder. Nicht so viele. Warum Ist nicht? so. Warum nicht? Du spammst die Cuts einfach ohne Ende. Ja, natürlich. Ja, nee, lass doch mein Video Was? ungeschnitten. Ein ungeschnittenes Video. Ach, Ja, mach ich doch auch. das ist nicht, das ist, nee, ich würde das gerne machen, aber ich trage manchmal so viel Scheiße da drin, ne? Denkst du, was ich mache, Bruder? Wenn ich meine Videos schneide, ich gucke mir das an, passt. Und dann baller ich da noch hinten vielleicht noch Like und Subscribe ein, was dann eingeblendet wird. Und vorne mache ich mein Intro noch rein. Wenn überhaupt, wenn meine Festplatte denn nicht mal so scheiße wäre. Und dann war's das. Dann bin ich fertig. Und dann lade das dann hoch. Ja, aber warum schon? Ihr tut so, als würde ich das Schlimmste der Welt tun, nur weil ich ein paar Cuts mache. Ich meine, natürlich, das Ding ist halt, ich passe meine Videos sehr auf den Aufmerksamkeitsspann der Average Teenager. Ich sag's einmal so, Ja, so der ist richtig basic. nichts. Wäre es nicht richtig. Auch meine Aufmerksamkeitsspanne ist eigentlich sehr gut. Ja, Ja, ich deine, weiß. aber der Deine, deine, ich weiß. durchschnittliche Mensch schaut nicht zu. Aber Also ich habe jetzt mal nachgeschaut. Die seit damals, wo ich Uncutted Videos gemacht habe, haben die meisten Leute nur so 2 Minuten, 1 Minute 10 meine Videos angeschaut. Und seitdem ich halt diese Cuts mache, der durchschnittliche schaut sich halt meine Videos 5 Minuten an. Also das ist schon das Fünffache. ja. Gibt es jetzt Watch Together auch auf dem Handy eigentlich? Ja. Ja. Ah ja, hier. Ja. Da. Gut. Aber warte, Watch Together. Ich krieg mal rein. Mach mal nicht. Ja, warte. Got it. Ja, Bruder, got it. Mach einfach. Lack, mach. Laber nicht. Mach. Scheiß Discord, Junge. Okay, pass auf. Jetzt macht er so ein Video von mir. Yo, Tyler, the Creator. Okay, was macht Twilight? Was macht Twilight? So, guck dir das mal an. Und wenn du. Und, nee, also. Warte, wie viel? So. Wenn du das so aufnimmst, 3, das 4, Projekt. 5, 6 Ads! 6 Ads! Ach du heilige Scheiße! Was? Der Typ sieht nur Money. Halleluja. Ich baue hier nur Scheiße. Jetzt. Ja, was? Bei den Villagern, mit Honig arbeiten, wenn man da einmal reinfällt, dann war's das mit einem. Guck mal, Toilette, ich kann dir ja ganz kurz sagen, warum ich diese ganzen Cuts mache. Würde ich so viel und so gut reden können wie er, würde ich natürlich nicht so viele Cuts machen. Aber das Ding ist, manchmal sitze ich da einfach für 2 Minuten und sage gar nichts. Manchmal trinke ich die ganze Zeit, manchmal rülpse ich und dann habe ich keinen Bock, das im Video drin zu lassen. Passiert aber Denkst hoffentlich auch nicht jede Sekunde. du? Bruder, der Typ, der das aufnimmt, hat das während er es gemacht hat, in diesem Sommer gespielt bei 30 Grad. Der hat geschwitzt, der hat sogar drin gelassen, wie er sich den Schweiß von der Stirn wischt. Bruder! Ja, das muss man jetzt nicht machen, aber. Ja, okay, das muss ich echt nicht machen. Und Rülpsen ist was Menschliches, Digga. Weißt du, wie ich schon drin gelassen habe? Ja, ich hab's nicht Ach gemacht. Gott. Ich hoffe, es ist vielleicht auch gut so.
Ja, ich möchte aber auch nicht, dass irgendwie 3 Minuten Stille ist, keine Musik kommt, einfach nur 3 Minuten Stille. Ja, die Musik, die kannst du ja drin lassen, aber 3 Minuten Stille, ich glaube, so lang sagst du, glaube ich, auch nichts. Doch, doch. Nee, du doch. Nicht. Ja. Doch. Ihr glaubt immer alle, ich wäre so übertriebenste extrovertierte Mensch. Ich meine, bin ich auch. Aber in Videos versuche ich einfach manchmal einfach nur nachzudenken. Ist so. Dann musst du einfach ein bisschen mehr schauen, was du in Minecraft machen möchtest, weil sobald du über das redest, was du bauen möchtest und alles, redest du bestimmt 5 Minuten durch. Ja, das habe ich auch in dem letzten Video gemacht. Also ich bin jetzt erst bei der 2. Minute. Ich muss mich jetzt auch mal gleich beeilen beim Klappen, damit ich das irgendwie noch hinbekomme bis 20:15, weil ich will ja noch trainieren. Ja, du kannst auch Fractions auch nebenbei auch ein neues Stream-Projekt machen, weil ich mein Bruder Smash Bros. Guckt sich kein Ass an, außer bei Ben. Oh, ab und zu mal. Aber ich hatte jetzt 4 Zuschauer. Also jetzt für den Kanal mit 18 geht es eigentlich klar. Ja, bei Schauen sind da immer so 4-5 Leute dabei, wenn es gut kommt bei Smash und bei Mario Kart auch. Bei Mario Kart ist es ja bei Marfman so, aber Also Mario Kart sind, habe ich jetzt in der Prime 7 und am wenigsten hatte ich mal 3. Digga, ich hatte bei Brawlhalla meine Prime, aber das habe ich aufgegeben, weil da irgendwie jeder Pisser gesagt hat, ja, ich mache mit. Und dann entweder nicht abgesagt hat oder, ja, eigentlich oder nicht, einfach nicht erschienen ist. So, ich Brawlhalla. Ich habe einfach Brawlhalla-Turniere gemacht. Frag nicht, ich war damals ein anderer Mensch. Wann war das? Das war gefühlt vor, ja, so einen Monat nach Channelbeginn oder so schon gefühlt. Achso, da kannten wir uns noch nicht so gut. Hey, nee, das war nicht ein Monat nach Channelbeginn, da war ich ja schon mit der halben Group, die auch hier auf dem Server chillt, sehr gut. Das war, glaube ich, so 3-4 Monate, nee, Juli habe ich angefangen, warte. Das war irgendwann August, September oder November irgendwie so rum. Nee, auf jeden Fall schon ein gutes Stück. Aber mittlerweile, so wie wir drei seien so die meisten auf dem Server und so. Also ich habe das Gefühl, wir sehen uns gefühlt jeden Tag. Also hören uns jeden Tag. So. Aber das ich war sogar so. So am Anfang, wo ich noch Dings geletzt habe, Gamma, da war ich ja noch mit Fox unterwegs. So. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Er ist einfach despawned. Der ist einfach vom Server disconnected, mein Spaß. Ja, ja. Fox ist lief the Server. Aber ernst jetzt, ich sehe auch Fox, also natürlich bei Ben Stream schon, aber. Ja, okay, der macht doch Breath of the Wild Streams. Ich frage mich eigentlich, ich meine, von uns beiden, also von uns dreien, bin ich jetzt der, der am längsten in der Community ist, also seit 2020. Von wem jetzt? Von Fox, dir und. Von Ben. Von den drei. Ja, da schon. Ja. Und ich frage mich, wo zur Hölle eigentlich die ganzen Zuschauer von 2020 sind. Also die einzigen OG, ich war ja eigentlich einer der OGs. Also nicht der größten OGs, aber ich bin jetzt schon seit 3 Jahren dabei. Den einzigen, den ich jetzt noch von der Community kenne, ist Mesh Zockt und Fox. Gamble Mike auch noch, das war's. Die drei, das sind die einzigen drei. Yes, Mesh ist auf dem Dings Internat und ja, Fox, keine Ahnung. Ja, okay, auf dem Internat hat man natürlich keine Zeit. Ja. Weil ja, da macht er halt Berufsschule und so. Aber ja. Respekt übrigens an den Typen. Deswegen hat gestern mit ihm geschrieben gehabt. Aber ja, komm. Also ich glaube, YouTube ist gerade in so einer Phase drin, wo viele alte Let's Player aufhören und viele neue kommen. So, ich meine, das stimmt. German Let's Play ist ja seit 2 Jahren raus. 1 Jahr, 2 Jahre, keine Ahnung. Paluten, ja, der zieht noch durch. Ist auch noch einer der OGs. Einer der letzten OGs. Gommel, keine Ahnung, was mit dem los ist. Revi ist auch irgendwie. Revi ist auch irgendwie komisch geworden. Ansage gegen Revi. Dann gibt es noch, Domtendo macht ja auch noch aktiven Content, aber nicht mehr so souveränen guten Content. Meinst du? Also. Also, ja, er macht nur noch so, keine Ahnung, Spiele, die irgendwie nichts mit, also mit seinem Kanal so zu tun, also am Hut haben, weil ich meine, damals so der Nintendo Let's Player, heute spielt er, keine Ahnung. Resident Evil 4 spielt er gerade. Was? Resident Evil 4 spielt er gerade, glaube ich. Ja, genau, Resident Evil 4 oder auch jetzt hier dieses andere Spiel, wo ich mir gedacht habe, Bruder, WTF?
Spiel wieder Nintendo-Spiele. Du hast so viel zu reloaden, Digga. Wobei, ich muss ihn da kleinsten Schutz nehmen, auch wenn ich jetzt echt nicht großer Nintendo-Fan bin. Ich find's gut, dass es in eine andere Richtung geht, weil wenn man so in dieser Nintendo-Blase gefangen bleibt, dann kann es auch schlecht enden. Ja, ich weiß, ich bringe ja auch nicht nur Nintendo-Content. Ja. Ne, so ist nicht. Ich mache ja auch viel Mischmasch rein, aber ja, ich meine, come on. Ja. Ich meine, ich hab's mir immer behalten, dass ich zumindest ein Nintendo-Spiel spiele auf meinem Kanal. Ja. Und ja, ich let's play alles durch, Alter. Was zur Hölle? Du musst fertig machen. Ey, ich hab hier einen Villager, der verkauft Curse of Vanishing. Okay, krasser Villager. Ich wusste gar nicht, dass sie das können, ey. Also, ich hab gehört, du gibst mir diesen Villager, ne? Nö, auf keinen Fall. Scheiße. Naja. Ich geh auch mal wieder meine Halsschmerzen kicken rein, Alter. Ich hab Erkältung. Alles gut. Ja, ich muss auch gleich gerade ein bisschen. Ja. Ich mal so eine Maske. Ciao, mach rein. Alter, geh zurück da rein. Verdammte Scheiße. Dankeschön. Jetzt probiere ich gerade das mit der Struktur, mit dem Zug und so. Ne? Ja. So, also. Fortune 3. Nice. Direkt am Anfang drei gute Bücher. Ja. Ey, ich glaube, allein dieser Teil, den du jetzt eben schon gesehen hast, ne? Ja. Ich glaube, der wird am Ende so komplex sein. Weil ich gerade so viel Underground und Overground bei den Seasons habe, da werden so gefühlt 3000 Tunnel sein. Ach Gott. Solange es nicht wieder so ein Chaos wird wie bei Season 1, bei Beta. Warum Chaos? Du musst dir da nur einmal was anschauen und du findest nichts. Wie meinst du? Also wenn das jetzt die Minecarts sind, dann du schaust halt echt einfach auf das System und du denkst dir einfach nur, wo zur Hölle muss ich jetzt mein Minecart drauf tun, dass ich irgendwo hinkomme? Ja, ich habe eigentlich immer diese Schilder gemacht, aber Minecarts sind ein kleines bisschen zu schnell dafür. Ja. Was ist das Ding? So, warte. Warte, komm mal ganz kurz zu mir. TP dich mal ganz kurz zu mir. Ja, warte. So. Falsch rum so. Spaten zu Louis. Okay. Ah, hi. Schau mal. Also. Wow. Einfach einmal unter Wasser und dann hoch. Naja. Ich meine, kann man machen, aber. Okay, das muss man sich halt dran gewöhnen, dass man sowas sieht, aber ja. Hätte ich jetzt. Siehst du sowas nicht oft? Hm? Aber siehst du sowas nicht oft? Nein. Aber, ich hätte daran nicht gedacht, also. Echt? Nee, ich hätte das einfach durchgezogen. Kann man ja so drüber springen. Okay. Ja, eigentlich schon, aber ich finde halt die Brücken für die Villager und so. Ja. Okay, dann, warte, du siehst ja oben davon sind ja schon die Schienen und so, die ersten Schienen gebaut. Ja. Und es wird ja alles mit Planks und als Boden gemacht. Und dann, wenn du dann hier runter gehst, wo der eben gespawnt ist, hier drunter und dann wieder nach oben. Ja. Wie findest du das? Ne? Ja, auch ganz gut. Also, man muss halt einfach schauen, dass das nicht, also, dass man es immer noch geordnet macht, aber ich glaube, das schaffst du mit so einem System. Das schaffe ich nicht mit so einem System. Nein, das schaffst du mit so einem System. So. Ich habe endlich mal was Positives gesagt. Ach so, endlich mal wieder. Seit langem nicht mehr gehört. Spaß. Ja, ich will ja. Hier wird die erste Trennung wahrscheinlich sein. Weil ich will ja dann einen Berg zum Hügel machen. Ein Berg zum Hügel. Ein Berg zum Hügel, genau. Ein Tunnel. Eine Brücke zum Hügel. Und ich will in der Richtung auch noch was bauen. Ja. Und, ja. Ja, wie findest du das bis jetzt so?
Also von dem, was du vorhast, eigentlich ganz gut. Dann schau, ob die Umsätze auch so gut sein wird. Ja. Okay, dann muss ich das wieder tun, Maxel? Nein. Okay. Aber je nachdem, wie es mit den Schienen aussieht, kann ich ja mal schauen, dass ich das Eisen relativ preis-leistungsmäßig herverkaufe. Das wäre sehr nett. Das wäre sehr nett. Weil, du hast ja gesagt, du wirst wahrscheinlich nur Teil sein des internationalen Bahnsystems, wenn wir auch durchs Nether bauen, ne? Ja, also ich werde dann den Nether bauen. Ihr könnt gerne eine Station irgendwo ein bisschen weiter weg von euch bauen. Und dann mache ich da Nether Connections, aber. Ich wollte nur gesagt haben, wir werden mehrere Stationen bauen, weil das Gebiet, was wir jetzt hier haben, ist viel größer als das, was wir damals hatten. Ja. Und wir werden riesig bauen. Wir werden eine Stadt bauen mit Villagern. Die Villager werden unsere Bewohner sein. Und die Efficiency 5, nice. Was? Habe ich gerade gehört? Efficiency 5? Ja, hast du. Ach du heilige Scheiße, willst du tun mir nicht weh. Auch ganz schnell noch eins im Rakt. Oh, Trade. So, ich werde jetzt cutten und nebenbei spielen. Deshalb muss ich jetzt rausgehen, damit ich mich auf beides konzentrieren kann. Ja. Okay, dann hau rein, ne? Tschö. Tschö. So. Kann ich auch wieder vernünftig über das Projekt reden? Also, mein Grad ist ja einfach nur der Schmerz mit den Villagern. Hier muss ich auch irgendwann nochmal Kion wieder. Ach Gott. Aber. Station 1 brauche ich ja nicht mehr. Und das Buch an, danke. Lack of the Sea brauche ich auch nicht. Ah, nein! Ah, oh, Scheiße! Ich hab mich vertippt! Ah, du wirst jetzt bitte nicht Protection 4 haben oder so, bitte! Kann sich das Internet nochmal fangen? Oder ist der Stream... Na doch, das läuft alles gut. Oh, dachte schon. Und natürlich läufst du weg, verdammt, noch eins. Alter, geh auf den Tisch und dann wieder zurück auf den Honig. Wer springst du rein dann? Muss ich wohl doch nochmal zuschlagen. Warum schon? Nein. Er merkt aber auch gerade. Wehe dir! Wehe dir! Geh da rein! Komm schon! Jetzt bleibt er bei einem Glas hängen! So Villager sind der Tod! Bitte geh dahin! Jetzt geht er ganz anders hin, ja. Dankeschön! Komm da rüber! Los! So ein Schmerz. Hol dir doch den Job. Gehst du dahin? Nein. Wird jetzt aber auch Nacht. Noch schöner. Geh da hin. Dank. Das ist dein Ernst. Dann geh da hin. Du bleibst hier. Und jetzt ab ins Loch. Dankeschön. Ich hab nichts zu Gutes, was ich brauche.
Die Short bräune ich. Channeling bräune ich. Geh zu dem Lektern. Danke. Ja, ihr werdet bald billiger sein. Immerhin. Was hast du, Punch 2, Bräunig? Star Protection. Brauch noch normale Protection, Schärfe, Haltbarkeit. Dann soll man den Job nehmen. Dann nicht. Ah, schon genommen, okay. Ja, schon immer noch. Was sag ich dir so? Kannst jetzt diesen verdammten Job nehmen? Oh, du hattest den Tisch genommen. Ja, klar, das erklärt's natürlich, warum es nicht geht. Hast du das? Warum bin ich auch so dumm und verwechselt links und rechts klick? Halleluja! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück, sonst brauche ich Backstabbing, glaube ich, doch noch. Wer hat jetzt keinen Beruf? Ah. Na, hast du den Tisch genommen? Komm schon! Die Wand eingerissen von. Jetzt nein. Richtig aufklatschen oder was? Warte, ich muss ja bald freiwillig in Raid starten, damit ich hier nochmal billiger werde. Frostwalker braucht niemand. Du rennst hier nicht nochmal weg. Also, so was habe ich denn jetzt schon alles? Infinity, Sweeping Edge, Fortune, Silk Touch,
Efficiency. Protection. Ja, Unbreaking und Sharpness sind so die Kandidaten, die ich von euch gerade möchte. Aqua Affinity. Glaub nicht, dass ich das so sehr brauche. Stasis. Welche Mod ist das? Ach, das schaue ich mal jetzt eben kurz nach. Supplementaries ist das, oder? Sword Enchantment. Ah. Okay, man muss einen Gegner oft genug treffen und dann wird dieser, also jetzt bei Stasis 1, glaube ich, war das, fünfmal schlagen und dann hat der eine Chance, 0 bis 3 Sekunden geslowt zu werden. Vorher aber eh nicht, also. Ja, Power 5 wäre auch noch schön, aber. Riptide 3. Na, brauche ich nicht. So viele Tridents habe ich nicht vorzusuchen. Einer würde mir genügen. Curse of Binding wäre schön für Trolls, aber. Sharpness 4. Na, Sharpness 5 oder nix. Sharpness 5 oder nix. Ja, du versuchst schon wieder zu laufen, ne? Silk Touch hab ich schon? Fragezeichen? Nein? Doch. Wollte schon sagen, ich hab doch Silk Touch. Prop 4 brauche ich nicht mehr. Watching 3 brauche ich zwar auch nicht mehr, aber. Ich mach den neu, der läuft mir gerade weniger. Auf das D. Geh zurück! Das ging ja noch gut. Crosswalker, bräunig. Curse of Binding schon wieder. Nein, du gehst schon wieder zurück. Ja. Du schon rerollt? Nein, hast du nicht. Ja, solange wie das dauert. Ja, ich glaube, ich mache was anderes. Das wäre. Gebe ich die Sachen mal weg. Ich glaube, ich baue dann erstmal das andere Haus weiter. Das fehlt mir nämlich auch noch. Ich fange gleich direkt mit den Wänden an. Ja. Schnell. Ja, habe ich das
So habe ich das gewonnen, okay. Muss halt hier nur schauen, weil hier habe ich eine Doppeltür, die habe ich beim anderen nicht. Heißt also auch, ich habe ein Zentrum mit zwei Blöcken. Rippe ich das ganze Holz erstmal. Fenster hier oben, wo ist die Mitte? Da ist die Mitte. Hier ist ein Fenster. Ja, ein kleineres. Und hier das nächste. Echt das Holz. Ist das ein Dreierfenster oder? Wäre das hier in der Theorie ein Vierer? Muss ich leider kurz die Fackel entfernen und hier. Ja, genug Fackeln, dann mache ich das eben so. Das Fenster ist fertig. Mal das Holz bearbeiten und so. Hier ist wieder eine schlechte Position. Hier kommt eins hin. Großes. So. Dann Holz bearbeiten. Die Tür, die ich definitiv zentriert hingestellt habe. Wie dumm kann ich sein? Stehen die nicht zusammen? Schön. Dann ebenso. Kiste ist im Weg. Ähnliches von drüben kann ich mal einmal hier hin. Das Fenster einfach am Rand. Also dahin. Dann hier. Das bleibt normal. Der Rest wird arbeitet. Mal kurz den Crafting Table hoch. Und schlaf, glaube ich, nochmal. Wäre etwas besser. Dann einmal den Crafting Table mitnehmen. Dann kann ich das Glas auch eigentlich schon einsetzen danach. Hier ist das Glas. Glück Touch, ja. Alles eingesetzt. So. Gib mir mal ein bisschen Holz. Das ist zu wenig Holz. Und ab daraus. Dann zum Dach. Dafür brauche ich
Brauche ich dafür Slabs? Eigentlich nicht, nein. Hat man Standardholz. Gib mir mal was jetzt Holz. Ja. Dann kann ich noch ein paar Treppen craften. Die brauche ich ja auch immerhin nicht. Paar Slabs fürs Ende. Ein Scaffolding. Bambus habe ich hier. So. Komm, ich hatte Scaffolding da. Hab's noch nicht gesehen. So blind wie ich bin. Hier nicht, nein, alles gut. Support Block. Das jetzt schon. Hier unten muss es hin. Jetzt erstmal auf die andere Seite. Schon wieder falsch platziert. Macht. Knopf. E. Okay, das kann ich hier eigentlich auch machen. Ist halt nur etwas breiter. Einmal hoch. So hoch. Da und da. Das ist falsch platziert, aber. Ja, so. Der ist der. Die Seite wäre fertig. Dann auf zur nächsten. Hier kann ich, glaube ich, so hochlaufen. Ja, passt. Ich wieder rüber. Und jetzt das Ganze erneut. Ich habe einen reichen vom Gefühl her gerade so. Nicht. Eine verdammte Treppe. Das tut weh. Ah, da hoch komme ich ohne Scaffolding nicht mehr.
Jetzt aber das. Hat das Slabs, okay. Habe ich auch keine mitgenommen, dann bin ich jetzt einfach so voll und baue mir hier ein Crafting Table. Hm. 18 reichen. Ein neues Board. Ein höher. Bin ja auch bescheuert. Das reicht natürlich für eine Linie, ich Idiot. Einmal hin und ein kleines bisschen. Das hab ich. Dann kommen. Jetzt muss ich wieder schauen, wie ich das gemacht habe. So. Das kann ich bitteschön. So. Nein. Treppen und Slabs, ja schön. Beides habe ich nicht. Würde eh nicht reichen, aber okay. Labs. Muss ich immer sowas machen? Wirklich so hoch? Wow! Fühlt sich deutlich kleiner an. So, und einmal auf der anderen Seite. Falsch. Dann einmal gleich nochmal bei den Villagern nachschauen. Weil jetzt eben noch einmal schlafen gehen. Nicht, dass irgendwelche Zombies mir die Villager killen. So, habt ihr schon neue Trades, die ich brauche? Mending! Wehe, du lockst das jetzt noch als was anderes. Jetzt kommt's, ich hatte es schon. An ihr drei macht's nicht. Ja. Hatte mein Ding noch nicht da. Last Protection brauche ich nicht. Super. Perfektes Timing. Das Holz nehme ich nochmal mit. So gut, dass ich jetzt gerade das Holz nicht brauche, ich Idiot. Jetzt kommt das Dach dran. Heißt Concrete und all die schönen Sachen. Also, ich habe die Wolle, ich habe Powder und ich habe Concrete generell. So. Also jetzt nur wieder hoch. Ich habe das Scaffolding weggelegt. Liegt unten.
glaube eh nicht, dass ich das Dach noch fertig bekomme. Außer. So. Oder so. Mach ich's. Das. Einmal da. Um es nicht platzieren. Man kann das einfach nicht auf Treppen platzieren, okay. Schön. Ah, ne, geht nicht. Bräuchte mich hier halt hoch. So, das Schöne ist jetzt, ich kann das Concrete Powder nicht auf diese Ebene jetzt setzen, weil es ja dann runterfällt. Also muss hier immer Concrete oder Wolle hin. Das ist nervig. Das startet mit Startmusik. Bis hoch. Beim letzten Dach bin ich irgendwie hier oben oder so schon. Fast mit den Ressourcen nicht mehr ausgekommen. Rolle. Powder. Wolle, ich Idiot. So. Ja, das Dach, glaube ich, doch ein bisschen schneller, als ich erwartet habe. Ja, das ist nur eine Schicht, okay. Ja, hier mache ich glaube ich auch einfach nur Concrete hin. Kann man ja als Begründung nehmen, dass das hier überdacht ist und deswegen nichts von dem Concrete abgebrochen ist oder ja, sowas halt in die Richtung. Kann man das tatsächlich auch noch halbwegs als Geschichte vom Gebäude nutzen. Und nächste Seite. Aber ich kann ja eben schon mal. Habe ich ja wie bei dem anderen gemacht. Einmal. Oberen Bereich. Wie habe ich den denn gemacht? Okay, Bretter. Ja, Bretter. Sollte ja dann noch ein Stück schneller gehen. Keine Leiter mitgenommen. Ich will jetzt eben eine Craft. Welche craften? Ich brauche nur Sticks. Ja, was? So. Es wird jetzt etwas leichter aussehen, weil ich hier zwei breit machen muss. Auf so schlecht ist das nicht. So. Hier die Streben und als
Also in das Haus hier oben kommen einfach Kisten rein für irgendwie Ressourcen, die ich halt getradet habe, goldene Karotten oder so, keine Ahnung. Hier unten kommen halt einfach die Villager hin, kann ich auch nochmal zeigen. Sieht dann circa so aus. Nur halt da oben mit Farmern, weil hier kommen alle Librarians hin. Acht leider gerade nicht so gut auf den Chat, deswegen kann es sein, dass irgendwelche Antworten etwas dauern. Dann zurück zum eigentlichen Dach. Hier auch wieder. Jetzt da noch so ein Stück. Oder? Heller ist. Oder? So und so. Hier kann ich vielleicht also einen halbwegs längeren Streifen Konkret machen. Etwas Wolle. Dann Konkret. So. Sieht nicht so richtig aus, einfach so eine Linie. Zweck. Hier Wolle. Concrete. Powder. Und das kann ich einfach schließen. Letzte Schicht, dann ist das Dach auch fertig. Mache ich hier nochmal etwas detaillierter. Dann die Wolle. So, das Dach ist fertig. Von unten. Das sieht ganz okay aus, ja. Man merkt, dass das zwei breit ist. Das geht nicht so spitz zu wie hier. Aber tatsächlich ganz gut. Hier vorne fehlen noch ein paar Details, genauso wie da drin. Ich habe aber definitiv zu viel von den ganzen Ressourcen gemacht. Ah, hier ist das. Nee, hier kann ich das nicht so machen. Kann ich aber. Dann. Dick. Und für eine Lantern brauche ich Eisen. Waffen habe ich, gut. Die Säcke sind super, aber du kannst leider nicht mehr als zwei halten, ohne Slowness zu bekommen. Aber ich meine, ich hab's noch nicht ausprobiert, einfach tausende in, ich wollte schon wieder Briefkasten sagen, in Aktenkoffer zu tun. Kann ich gleich einmal ausprobieren, aber
Ich schätze mal, das wird einen auch Slowness geben. Wäre ja mal ein gutes Experiment. Dann Lantern, Lantern. Passt. Dann brauche ich Fäden und Lachs. Krieg ich alles von hier? Anpflanzen. Habe ich hier noch mehr Flachs? Ja, habe ich. Gut. Ich mir erstmal drei weitere. Jetzt solltest du gleich sehen, ich krieg Slowness. Ich hasse mein Leben, die müssen gefüllt sein. Nehme ich mir jetzt einfach irgendein Zeug aus der Kiste raus. Kann dir nur schaden, das hier reinzutun. So, jetzt aber. Bitte. Und Slowness, da. Dann kann ich mir den noch mitnehmen. Das sind vier. In der Kiste habe ich zwei. Sechs. Oben stehen zwei, sind acht. In einen Aktenkoffer passen 12 verschiedene Items. Das ist auch für mich neu, dass ich nicht mehr springen kann. Nervig. Jetzt. Du sollst dir eine Potion nach dann. Appelliere. Hier. Da. Da. Oh. Muss ich den Aktenkoffer gleich mal entleeren. Nächste Problem ist, ja. Beim Aktenkoffer sieht man den Code, wenn ich den eingebe. Das war verdammt schnelles Essen. Muss ich einmal. Das Video ändern, dass man nichts sieht. So, hoffe ich. Wird jetzt leider kurz einen Moment schwarz sein. Entschuldige mich dafür. Ja, wisst ihr was? Scheiß drauf, dann zeige ich den Code. Ich habe den Aktenkoffer eh immer im Inventar. Also brauche ich noch wieder die ganzen Beutel. Kann ich auch gleich mal testen, wie viel. Es geht natürlich nicht. Wie viel Slowness und Verringerung man bekommen kann, ist, glaube ich, auch recht interessant zu wissen. So. Verliere ich jetzt Slowness? Ja. Okay, das ist sehr groß. Wie viel waren das nochmal? Das waren 108 Stacks an Items, kann ich hier reintun. Heißt also, ich könnte. Jetzt muss ich nochmal ganz schnell Mathe machen.
Das sind fast 7000 Items, die ich in den achten Koffer tun kann. 7000 in einem Inventarslot. Davon habe ich nochmal 36. Das sind 250.000 Items in einem Inventar, ohne Slowness. Ich müsste um, ich glaube, 4 oder, na keine Ahnung, 8 Chunks oder so Bedrock zu zerstören, müsste ich 4-mal hin und her laufen nur noch, um die 1 Million Pistons zu holen. Halleluja. Also, weiß ich nicht, wie zur Hölle man sowas bitteschön nicht nerft oder so. Und hier irgendwo habe ich bestimmt noch Items von mir drin, die ich so da nicht reintun sollte. Zeit der Ability, scheiß drauf. Jetzt schön die ganzen Kisten wieder vollmüllen. Möchte ich gerne im Inventar behalten. Die können bleiben. Die kann ich einfach so wegtun. Die kann ich noch mal zum Haus bringen. Und der Rest ist so ziemlich einfach Müll nur noch drin. Okay, hier kann ich jetzt nur nicht sprinten. Das brauche ich auch gerade nicht. Das sind die beiden vollen, ja. Gleich schon wieder Tag. Gott. Das ist der falsche. Jetzt fällt mir gerade noch ein. Das ist nicht mal alles, was man mitnehmen kann. Weil wir haben ja auch Schalkerboxen. Wenn man eine Schalkerbox in einen Beutel tun kann, hat man 12 mal 9 Schalkerboxen mit jeweils. Noch mehr Mathe. 27 Stacks an Items. Dazu mache ich mal kurz nochmal die Rechnungen. Sind 27 mal 9 mal 12. Das jetzt mal 64 sind. Ich habe die Mathe falsch. Ich habe das Mathe zu euch falsch gemacht. Alter. 27 mal 9, das mal 12, jetzt mal. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo habe ich falsch gemacht? Ach, ich habe das ganze Inventar mit angezogen. Ja. Nochmal mal 36. Soll ich das wirklich sagen? Ich glaube nicht, sonst werden... sonst blacklistet Sean hinterher noch die Säcke. Also Sean, wenn du noch da bist, schreib mal rein, ob ich sagen soll oder nicht, ey. Halleluja. Also... Was sind das für Werte? Und wo habe ich mein Fleisch hingetan? Wo ist mein Fleisch hin? Da ist das in einem der Beutel. Nein.
Ich hab das Fleisch einfach weggetan. Da. So, ein bisschen Fleisch und Leder. Neue Sprache, was ist damit gemeint? Ach, es ist nur Englisch. Unglaublich ist es. Unglaublich. Fortune 3 habe ich schon. Weißt du was, Sean? Ich sag's dir einfach. Wenn du ein volles Inventar voll Aktenkoffern, voll Säcken, voll Schalkerboxen, voll Stacks an Items hast, kannst du 6,71 Millionen Items mitnehmen. Millionen Items. Und das ist noch nicht alles. Jetzt können wir das als Goldblöcke nehmen. Und jetzt muss ich selbst nochmal überlegen. Ein Goldblock sind 81 Goldnuggets. Das heißt, wir machen das jetzt nochmal, mal 81. Dann sind wir bei 5. 144,195 Millionen Items. Wenn das den Server nicht zum Laggen oder gar zum Absturz bringt, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann tötet den Server nichts mehr, wenn das nicht abschmiert. Alter. Echt keine Ahnung, warum das so okay ist. Also, bestimmt gibt es die Mod schon bevor es Schalkerboxen gab, aber. Warum? So, dann ist das Dach in der Theorie auch fertig. Kisten brauche ich noch nicht. Ich habe den Boden vergessen, wie immer. War der auch da? Deutsche Taste. Ich fand den nicht. Ich glaube schon. Ja. Nee, nicht Dark Oak. Das ist Bruce. Oh Gott. Ja, was Spruce habe ich. Mehr als genug. Schaufel. Wir müssen leider noch mal weg. So, 1, 2.
Und ja, klar. Na, so schnell bin ich nicht. Womit baut man die eigentlich schneller ab? Mit einer Schere? Nein. Axt? Nein. Schwert? Remi? Ja. Gibt kein gutes Tool, womit man die schneller abbaut. Außer eine Hake, habe ich nicht. Keine Hab, aber. Schon wieder mehr Holz. Reichen. Dann ist der Boden jetzt auch gleich fertig. Die Villager werde ich heute vielleicht eh nicht mehr machen. Und genauso wie der gute Sean muss ich noch etwas Schulaufgaben erledigen. War nicht allzu viele. Aber muss man leider mal machen. Wenn die Sachen alle weg. Dann nehme ich lieber wieder nach unten. Ja, wäre fertig. Dann kommen da später noch die Villager rein und. Ja. Villager rein, Kisten rein, dann. Bin ich damit fertig. Wird nur, wie gesagt, ein Schmerz, die dann auch. Gecured zu bekommen. Der Touch hab ich immer noch. Wie viele? 1, 2, 3, 4. Hier brauche ich. Eine Schiene zu wenig. Tausche ich die jetzt einfach aus und bin fertig mit der Sache. Ich habe keine Quelle für Energie. Habe ich bestimmt auch hier einfach in irgendeiner Kiste drin. Ich sehe es schon kommen. Ich brauche keine Ahnung, wann schon direkt Folge 4 oder so ein Sorting System. Ich messe einmal einen Redstone Block. So. Und da. Power Rail, so. Dann habe ich jetzt genug Schienen, um. Das war eine Lüge. Ich kann da hier nichts auf Honig platzieren. Ich kann allerhöchstens das machen, die Schiene zerstören und dich dann dahin schieben. Das ist das Einzige, was ich, glaube ich, tun kann. Jetzt nochmal was schauen. Ah, okay. So. Und da jetzt. Die nächsten fröhlichen Freiwilligen, die ich mir klauen kann. Sind hier noch Minecarts drin? Genug, ja, okay. Tue ich die einfach wieder noch rein. Dich nehme ich mit auf eine kleine Reise. Weil den Rest kann ich leider nicht mitnehmen. Zumindest jetzt auf einmal. Echt nicht hinter den her, ey.
Hier, den Hügel, den muss ich auch nochmal ein Stück terraformen. Mache ich dann vielleicht nächstes Mal. Klang. Auch halt auch kein Beacon. Warum steckst du hier fest? Wegen einem verdammten Hund. Wie bist du überhaupt da hingekommen? Habe ich dich da aus Versehen hingeschoben? Nein, 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 du fährst nicht zurück. War so knapp. Jetzt kannst du ungestört weiterrasen. Danke. Und jetzt kommt hier das neue Problem. Kann ich die Schienen unter dir überhaupt? Dann ja. Also dein Vorgänger ist gestorben, keine Ahnung, wie, musst du mich nicht fragen, aber oh, jetzt bist du frei. Hier ist ein eine Werkbank für dich, die du hoffentlich auch annimmst. War Glas dabei. Hast du schon wieder switched? Silk Touch brauche ich nicht. Einfach den verdammten Beruf an. Daran so schwer. Keiner. Eins. Operation 3. Last Prop. Ach, vielleicht nimmst du die Bedingungen einfach nicht an, weil es Nacht ist. Hatte ich doch gerade schon. So. Dann bitte, habt den Beruf angenommen? Nein. Warum hättest du es auch tun sollen? Läufst du immer noch nicht weg? Mending habe ich schon. Bei dem hier. Ach, jetzt sind die Preise auch wieder billiger. Okay, gut. Die haben vergessen, dass ich einen von den Leuten getötet habe. Passiert. Stasis brauche ich immer noch. Nein, 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 nein. Verdammt. Nimm den Beruf an und geh zurück in das Loch. Du hast den falschen Tisch gewählt, Mate. Nein, du nimmst immer noch den falschen Tisch. Dankeschön. Zu dem. Also du hast jetzt einen Beruf angenommen, das ist sehr gut. Mach eine Linkskurve, danke. Hasse dich. Geh zu deinem Tisch nicht. Ich hatte Breaking Free oder so. Jetzt. Komm schon. Du stehst gut. Jetzt fall. Danke sehr. Mending brauche ich gerade eh nicht. Multishot. Nochmal Mending, aber das ist tatsächlich Glück. Lapstrider.
Piercing 4. Und 2. Impaling 5. Schnell. Impaling 3. Hätte es ja bei 5 bleiben können. Also ich meine, Feueraspekt ist gut, brauche ich aber nicht. Bleib da! Gott! Villager! Jetzt. Geh wieder in dein Loch rein. Nein, in deins! Kann ich dich da irgendwie entfernen von? Ich hab keine Ahnung. Geh da weg, danke. Danke, du. Problem beseitigt, Reputation wieder mal gesenkt. Verdammt noch eins. Also ich hab dich noch zum Rerollen, ja? Ja. Kein Wunder, dass er genau zu dir gelaufen ist. Frostwalker. Feather Falling 4 nehme ich. Dankeschön. Ja, dann habe ich die alle eigentlich fertig. Wir fehlen. Bei den Farmern fehlen alle. Dann würde ich aber sagen, ich höre jetzt auf und mache den Rest einfach in einem Video und quäl mich dann off camera. Dann kann ich das jetzt immerhin weitermachen und muss nicht mehr darauf warten, dass ich endlich mal den Stream starte. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und.